Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Lands und der Reisende zwischen den Welten. Irgendwas können wir hier anstellen und ich weiß nicht was. Das ist gerade so mein Problem. Mit den Figuren ist Quatsch. Mit dem Messer. Ich kann hier ja nicht ohne Grund rein. Ja, sie kann alles zersägen. Das ist... Ach! Ach du meine Güte. Wegen so einem verdammten Haar. Okay. Ja, was fange ich da jetzt mit dem Haar an? Hier irgendwie so? Bleibt ja nur noch hier. Ach, das kommt darauf. Okay. So, jetzt haben wir in diesem Bereich noch etwas, aber was? Das Objekt kann hier nicht verwendet werden. Das haben wir schon gelesen. Ich verstehe nicht so ganz, was mit Siegel gemeint ist. Irgendetwas muss ich hier ja anstellen können. Hier. Hier kann ich nicht mehr rein und da auch nicht. So, wir haben aber nur noch hier. Ja, da habe ich überlegt, wir hatten doch solche Dinger. Wo sind die? Der Graf die? Was will er denn damit? Ich stehe hier gerade echt auf dem Schlauch. Aber wir haben auch nur dieses Ziel. Kein anderes. Also muss hier irgendwo etwas sein. Ja, ja. Aber wie werde ich die los? Um das Energiefeld abzuschalten, musst du es mit dem Siegel berühren. Siegel denn? Ich bin verwirrt. Was will das Spiel von mir? Ich weiß nicht, welches Siegel es meint. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, dass du loswerden musst. Ich weiß nur nicht, wie. Wieder rein, ne? Ach! It's here, but there used to be a portal instead of a giant column. That's strange. Ach, meine Güte. Das geht hier ja noch weiter. Nein, sowas. Da fehlt auch ein Siegel. Die haben ja echt Probleme mit Siegeln, wa? Diese Kugeln sehen aus, als wären es Planeten, aber ein paar der Wolken sind leer. 1, 2, 3, 4... wenn ich ein paar Planeten finde, weiß ich ja, wo ich sie hinbringen muss. Okay, hier war eben auch noch was. Da liegt noch was drin. Was hier mitmachen? Eine Feder. Ach, und jetzt haben wir die... Alles klar, ich habe den Durchgang nicht gesehen. Hier haben wir noch ein Kartenstück. Kann ich hier noch was machen? Kann die Feder hin?
Ja, dafür brauche ich ja diese hier. Da fehlt mir aber noch einer. Manchmal fühle ich mich ja ein bisschen verarscht von dem Spiel, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Hä? Wo soll ich denn hin? Das ist lustig. Ach, guck an. Okay, alles klar. Warum hat er mir das eben nicht angezeigt? Ach, da fehlt noch ein Kristall. Das ist natürlich doof, wenn er mir das jetzt nicht mehr richtig anzeigt, ne? Immer so nebenbei. Da war noch ein Objekt. Ach, guck. Da haben wir ein Symbol. Zeigt er mir das jetzt an? Ja, okay. Tada! Ja, bewege die Münze in das quadratische Feld. Ach so. Ach, okay, alles klar. Und so setze ich sie zurück. Jetzt mache ich denselben Quatsch nochmal. Kann ich nicht hier hoch? Nee, kann ich nicht. Ach, und da kann ich auch nicht rein. Wie ärgerlich. Okay. Oh, here's the portal. Now we need to activate it somehow. Was du nicht sagst. Ey! I think someone is coming. Oh no, the guards found us! Tja, von wegen. My dear Susan, I'm so glad and mortified to see you in front of me. A friend of mine, the Beaverling Corco, sent a pigeon to me with the news. I know all about you and what you're after. My trailblazer skills helped me to get to Obeon's castle. Then I deliberately surrendered myself to the guards in order to get inside and see where they're holding you. The Earl let it slip that you were in the dungeons. I've gotten rid of the guards with my magic, but Obeon has fled. As for me, I've continued my journey. So, you're after Finyar Stolbern's body, are you? Yes, I've heard the story of his death and afterlife wanderings, but... My husband isn't dead. I've thought so myself. Instead, he's in a deep magic slumber somewhere on Pangonian Island. And while he's wandering between the worlds, his every jump produces horrific natural disasters. Well then, our worlds are in danger again. We have no time to lose. The key to the portal might be anywhere. Maybe in the necropolis, maybe in the castle. The dungeon door is locked no more. We can go back to the castle and search it. While the Earl is gone, scared off by my magic tricks. Speaking of which, he dropped this key when he was fleeing. Okay, alles klar. Hier liegt noch was. Achso, das soll auch so sein, vermute ich. Portal. Die Nekropole wirken von
wird von einem Raum mit einem Portal gekrönt. Ursprünglich diente dieser Raum den Sitzungen des Königlichen Rats. Hier wurden alle wichtigen Entscheidungen über die Provinz besprochen und entschieden. Unter Graf Obians Herrschaft errichtete die Erzmagierin Fahira hier ein Portal, das direkt zur Pangonischen Insel führt. Es wurde zur gleichen Zeit gebaut wie die magische Gruft, in der Captain Stillburn gefangen ist und dazu dient, die einheimische Bevölkerung davor zu warnen, was mit Gegnern des Grafen geschieht. Das Portal wurde für Obian errichtet, damit er jederzeit zur Insel gelangen und sein Kunstwerk bewundern konnte. Igitt. Ja, hübsch eklig. Das hier ist doch... ein Planet, oder? Den tun wir da gleich mal rein. So. Don't bother. They're just sleeping. I had to do it, or they'd lock me up. Ja, alles klar. Da fehlt was. Handabdruck. Was ist denn das jetzt hier für ein Schlüssel? Nee, der bringt mir hier aber nix. Aber hier bringt er mir was. Wait, another guard is here. If he sounds the alarm, all the guards from the castle will rush to this place. We must find a way to neutralize him without anyone noticing. Ja, wie mache ich denn das? Wir müssen die Wache loswerden. Wie werden wir denn die Wache los? Ich habe eine Glaskugel gefunden. Schön, dass ich hier trotzdem Sachen mitnehmen kann. Ich vermute mal, das Messer ist nicht der richtige Weg. Ach so, das ist nur ein Gegenstand. Finde ich hier noch was? Hey. Hier? Was soll ich denn hier machen? Ich habe Fläschchen gefunden. Ah, okay. Creepy. Schlafblume. Einfach Zahlen. Susan hat ja schon ein spannendes Leben, ne? Muss man ja schon sagen. Wie, das kann ich hier nicht verwenden? Hä? Ach so. Ich wollte doch die Wurzel haben. Was fehlt uns denn noch? Gefäß mit Wolfsblut. Und das haben wir noch nicht. Und sonst? Der, hier, der Bambus, der fehlt uns noch. Können wir den nicht schon holen? Geht das nicht mit einem Messer? Was soll ich denn hier? Ja. Susan! Maren! And whoever you are, welcome! Welcome! I'm so glad everything's well with you. Susan, dear, the day I fished you out of the river was the day I contacted Maren. I thought I had found someone who resembled Susan the War Maiden herself. Maren appeared before my burrow not long after. I told him everything. About the captain and that horrible, horrible destruction of everything. And off he went. And so he found you. And I'm so happy. So, to what do I owe the pleasure? What now? Berserker's sleeping darts. Well, it's not my specialty exactly, but my tools are at your disposal. Look for them in the barn. Who knows, maybe something will be of use. Here's the key. Danke. Das ist nett.
So, ich glaube, wir stehen dem nächsten Rätsel gegenüber. Zeichne eine geschlossene Form, so dass jedes nummerierte Feld von der entsprechenden Anzahl an Linien umgeben ist. Ja, wir sind natürlich total motivierend. Eine geschlossene Form. Dann muss der ja hier hin. Ja, wie mache ich denn das? Ja, wie mache ich denn das? Geht das so? Nee, aber das ist dann ja nicht geschlossen. Macht also irgendwie nicht so wirklich Sinn. Eins, zwei, drei. Den wegnehmen kann ich nicht, weil der zählt sonst nicht dazu. Das geht auch nicht. Ja. Ich weiß halt nicht. Aber der zählt doch dann mit, oder? Das geht auch gar nicht. Das ist dann ja nicht geschlossen. Aber das hier zählt er dann ja nicht. Also muss es ja so sein. Hä? Keine Ahnung. Ist so. Nee, das ist ja nur eine 1. Ich weiß gar nicht, ob ich die Felder so nutzen darf. Das hier ist auf jeden Fall verkehrt. Ich weiß halt nicht, was geschlossen. Was heißt denn geschlossen? Da müssten die ganzen Seiten hier rein theoretisch auch zu sein. Müsste der weg und der weg. Aber dann sind sie trotzdem offen. Macht also auch keinen Sinn. So oder so sind sie offen. Ich weiß halt nicht, welchen er zählt als geschlossen und welchen nicht. Und hier ist dann einer zu viel. Ja. So ist das alles. Der ist Quatsch. Das hier sieht eigentlich schon ganz gut aus. Hier ist einer, hier sind drei und hier ist auch einer. Hier sind zwei, hier sind drei, hier sind auch drei, hier sind zwei, aber trotzdem will er das nicht.
Wo habe ich denn einen Fehler drinne? Sie ist nicht geschlossen. Man könnte natürlich auch so, aber das ist auch wieder Quatsch, weil dann ist sie wieder nicht zu. Nee, geht auch nicht. Es ist einer zu viel. Auf welchen kann ich verzichten? Das geht nicht. Das geht auch nicht. Wie hässlich, dass es auch noch so eine vorgegebene Form sein muss. Kann er mir nicht einfach da irgendwie die Texte sagen? So ein Schlingel. Ja, die hier sind jetzt auf jeden Fall zu viel. Da weiß ich halt nicht, welcher zählt und welcher nicht. Ah, der hier müsste bestimmt auf jeden Fall weg. Weil hier darf ja nur einer ran. Hier geht das auch nicht. Aber offensichtlich ist das so nicht korrekt. Auch wenn ich nicht so ganz nachvollziehen kann, warum, weil es kommt doch überall hin, oder nicht? Ist natürlich schön, wenn sie sich eine Form ausdenken und man selber aber gar nicht weiß. Das geht nicht. Was die sich da ausgedacht haben, die guten Menschen. Das ist dann mal schlecht, ne? Oder so geschlossen. So. Und dann so vielleicht. Warte, was habe ich jetzt gemacht? Es ist geschlossen. Es ist zu. Hier ist es aber nicht zu. Ja, ist trotzdem nicht richtig. Strange. Und dann zählt er den ja mit, das ist ja... Muss ich das verstehen? Nee, aber das geht ja nicht wegen der anderen Seite. Hier muss ja irgendwo was hin. Und hier rumbauen kann ich nicht. Hier ist einer, da ist auch einer. Hier sind drei, hier sind zwei. Drei, einer, einer, einer. Ich weiß halt auch nicht, wie es zählt. Drei, 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 einer. Nee, da sind zwei. Ist das hässlich. Oder der muss weg. Hä? Das kriege ich doch gar nicht hin. Können wir noch was anderes machen? Erstmal, also dass ich das irgendwie... Da war doch noch ein Fleck. Schlaf gut. Was auch immer ich mit dem Fett will. Ich brauche etwas, um das Blut von der Pfote aufzufangen. Oh mein Gott, das tropft die ganze Zeit. Wofür war der Schlüssel?
Toll, jetzt bleibt mir nur dieses Rätsel, ne? Und der arme Wolf verblutet da. Das ist natürlich auch geil. Ach so, nee, warte mal, hier ist ein Schuppen. Wahrscheinlich dafür, ne? Ja, whatever. Guck mal, was ich jetzt getan habe. Eine Saftpresse. Was soll ich denn mit einer Saftpresse? Was haben wir hier noch? Hier ist ein Rad. Das brauchen wir nicht. Hier ist so ein Chamäleon-Ding. Zange. Ja, ich brauche irgendwas für das Blut des Wolfes. Bitte. Was mache ich denn mit der Zange? Hier? Ach, das soll ich austauschen. Alles klar. Okay, das hilft mir aber mit dem Wolf nicht weiter. Eine Säge. Und hier fehlen noch Tierchen. Was haben wir hier? Ach. Gut, okay. Ja, dann müssen wir uns wohl mit dem Rätsel hier noch beschäftigen. Das ist natürlich auch alles wieder weg. 20 Minuten. Eine geschlossene Form. Das macht mich ja ein bisschen vogelig, ne? Muss ich gestehen. Ja, aber wie soll ich es machen? Das geht nicht. Es ist dasselbe Ergebnis wie eben auch. Och Mensch. Ja, das geht auch nicht. Dann sind da drei dran. Das ist doof. Ich würde es eigentlich ganz gerne jetzt noch lösen.
Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht wie. Und wenn die Zahlen mit eingeschlossen werden sollen, ja, wie soll ich denn das bitte machen? So. Das funktioniert gar nicht. Das funktioniert wegen ihm ja allein schon nicht. Jetzt habe ich aber Quatsch gemacht. So. Obwohl, so ist es ja auch nicht richtig. Tja. Ich habe keine Ahnung. Man darf gerne seine Gedanken dazu schreiben. Und ich werde mir auch noch mal Gedanken dazu machen, was hier wohl nicht richtig sein soll. Keine Ahnung. Vor allem, es ist ja geschlossen. Was möchte das Spiel von mir? Vielleicht sehe ich auch gerade irgendetwas nicht oder so. Manchmal ist das so. Manchmal siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Okay, alles klar. Dann mache ich hier jetzt aber erstmal Schluss. Und dann danke ich fürs Zusehen. Und wenn du magst, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.